Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eastward. So, dann wollen wir gar nicht großartig lange rum hier oxidieren, machen und tun, sondern gleich rübergehen, unsere Waffen holen und dann ein paar Affenpopos verhauen. Okay, cool. Blöd. So. Oh. Ach, verdammt. Okay. Probieren wir uns nochmal daran zu schleichen. Nein, warum? Wieso entdeckt der Kackaffe mich? Entschuldigung, ich wollte jetzt meine Wortwahl gut überlegt haben. Ja, Kiste, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich hole dich. Und ich verschwinde. John. Sam. Ach cool, wir haben es gefunden. Ach Mensch. Ah, jetzt muss ich wieder da hoch. Okay, wir gehen wieder hoch. Warum? Warum? Warum hast du dich umgedreht, Affe? Schnuller! Och, Mann! Na, jetzt hat's mal. Was soll denn der Quatsch? So, jetzt müsst ihr kurz. Warte mal. Ich lass mal Sam kurz hier stehen. Ja, natürlich dreht er sich in dem Moment da lang um. Natürlich. Oh, du blöder Kackaffe. So, ich lasse das jetzt hier, weil der wird jetzt nämlich wieder nach rechts kommen. Siehst du? So ein primitiver Kackaffe, ey. Hochwertige Ersatzteile gefunden. Ich warte jetzt einfach hier. Ich lasse den Affen einfach machen. Ich bin gespannt. Ja, okay, gut. Hat funktioniert. So, weiter geht's. Machen die Affen denn eigentlich für Geräusche? Ich habe das Bewegungsmuster noch nicht so ganz verstanden.
verstanden von den Affen. So, aber immerhin ist schon mal eins aktiviert. Der ist auch aktiviert. Ich weiß zwar nicht, wozu ich es aktivieren muss, aber wir machen es einfach mal. Ja, na. Ach so, okay. Hat ja funktioniert. Huch. Primitives kleines Äffchen. Ich will es mitnehmen. Geht nicht. Och, John. Ach, okay, okay, okay. Halt. John, versteck dich. Sam, komm her. Ich muss mit John. Mit John muss ich das machen. Gut. Nazi. Vorsicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, der hat mich nicht mitbekommen. Blöd. Würde ich sagen. Oh. Hilfe, war das knapp. Boah, boah, boah. Mensch. Hilfe. Ja, wir sind so gut. John. Zwei sind da, komm. Aktiviert den Affenzirkus. John, da lang. Sie müssen in die Fabrik gerannt sein. Hinterher. Okay. Das war ja mal wieder eine ganz große Nummer, John. Ich hatte schon mein ganzes Leben vor meinen Augen vorbeiziehen sehen. Aber ich fürchte, dass wir noch nicht zum Schneider sind. Glaubt ihr, könntet ihr vielleicht... Wir machen es. Überlasst das ruhig uns. Es wird Zeit, dass sich ein richtiger Halt darum kümmert. John, hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen? Hier sind eure Waffen. Keine Sorge, wir haben nichts von der Munition gestohlen. John hat seine Waffen wieder. Ach, ich habe sogar etwas mehr gefunden. Hoffentlich könnt ihr es gebrauchen. Nicht so schnell. Ich kann euch unmöglich ziehen lassen, ohne euch das zu geben. Was haben wir bekommen? Yeah, was ist denn das? Prima, du hast die Zahnradschleuder. Du findest sie im Waffenmenü. Zahnradschleuder? Wer hat denn die Todesmaschine als Requisite benutzt? Sie hat sich leider als ein wenig zu gefährlich erwiesen. Aber für einen tapferen Recken wie dich ist sie genau das Richtige. Macht ihnen die Hölle heiß, Darlings. Oh, das machen wir.
bloß nochmal umschauen hier. Nach ein paar eventuellen. Ja, du hast Morgenrot, wie der morgendliche Napalduft und das Rot wie Ohren und sowas. Das wissen wir. Oh, Flammen-Upgrade. Bomben oder Flammen? Ich werde den Flammen. Unglaublich umwerfend und unvorstellbar, du bist. Du bist der allzeit geschätzte Kunde und so. Und flopp, da flogen die Arwex. Jawoll. Guck dir an, wie gut der aussieht. Er sitzt noch stärker mit dem Tank da unten dran. Gefällt mir. Okay, jetzt haben wir mittlerweile alles an Waffen. Nein, Bombe wieder nehmen. Warte mal, ich will bloß mal gucken. Ich möchte mal gucken. Da. Stufe 1. Diese Affoli-Wat-Requisite wird wegen Sicherheitsbedenken allmählich ausgemustert. Okay. Sind wir jetzt in einem Dungeon, oder? Flop, flop, flop. Warte mal. Halt. So. Und die Bomben. Würde ich jetzt behaupten. Bin ich mir jetzt unsicher. Oh, ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. John? Nicht die normalen Bomben hier rüber schmeißen? Nein, okay. Und wenn ich sie hier hinlege? Nee, so weit fliegt die nicht. Siehste? Oder muss ich hier eine drauflegen? Nee, das geht ja auch nicht. Sage mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Bin ich jetzt so verpeilt? Wie denn nu? Wie? Ich muss doch irgendwie diesen Schalter aktivieren. Ach, denn... Ja, okay. Ich verstehe. Ja, komm du schleimiger Teer, lass mich in Ruhe. So, hier muss ich wahrscheinlich mit Dings arbeiten. Dankeschön. So, okay, entschuldigt.
Ach, Sam. Naja, irgendwo finden wir schon wieder ein neues Herzchen. Aua! Geh weg! Welche Bratpfanne haben wir jetzt eigentlich? Haben wir schon die dritte? Also Stufe 3 Bratpfanne? Oder ist das immer noch Stufe 2 Bratpfanne? Ja, ist immer noch Stufe 2 Bratpfanne. Okay. Aber wenn... Nö, geht nicht. Das war ein Glückstreffer. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber es war definitiv ein Glückstreffer. Ach, geht weg. Ah, verdammt. Nein! Nein, das war blöd. Ja, das war auch doof. Jetzt. Ein Termonster. Stirb! Ein fliegendes Termonster. Noch mehr? Ach nee, du machst ja so einen Scheiß. Nee, dann bleib lieber weg. Komm her. Lass gut sein. Bam, 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 bam. Lass die kleine Sam hier los. Bam, 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 bam. Flatsch. Ich erblicke ein Herzchen. Aber was wir uns gleich holen. Das gibt's doch jetzt nicht, Alter. Bam. Haut ab. Mein Herzchen. Jawohl. Eine Herzchenkugel gehalten. Au! Au! Oh nein, ein Kampf! Flammenwerfer ist genau das, was man hier braucht. So, ich denke mal, das war die Hälfte dieses Abschnittes. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Folge erstmal Schluss für heute. Und in der nächsten Folge werden wir dann natürlich den restlichen Zug erkunden. Und ich hoffe, ich sehe euch da wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch lieb gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.